264 Millionen Menschen ist Indonesien das viertgrößte Land der Welt. 108.000 Kilometer Küste nennt der Inselstaat sein eigen. Verbindendes Element der 17.000 Inseln und wichtige Lebensressource für die Menschen ist das Meer. Indonesien ist aber auch der zweitgrößte Meeresmüllerzeuger der Welt. Jedes Jahr gelangen 3,2 Millionen Tonnen Plastikmüll in die Umwelt. Fast die Hälfte davon landet im Meer. Jahr für Jahr. Schätzungen zufolge wird sich die Menge an Plastikmüll bis zum Jahr 2025 mehr als verdoppeln. Inzwischen hat sich ein florierender, informeller Sektor rund um Abfall gebildet. Auf offiziellen oder inoffiziellen Deponien suchen Müllsammler Verwertbares. Vor allem Metalle und Hartplastik lassen sich gut an Zwischenhändler verkaufen. Sie übernehmen damit einen Teil des Recyclingprozesses. Da kommt der Müllwagen und etwas später sammeln wir Flaschen, Wassergläser und weitere Sachen. Es hört niemals auf. Die Stärke des informellen Sektors verweist auf bisher nur zurückhaltendes staatliches Engagement in Sachen Abfall. Das hat sich geändert. Erklärtes Ziel der indonesischen Regierung ist es, die Müllmenge bis zum Jahr 2025 um 70% zu verringern. Es ist unsere Pflicht zu verhindern, dass Plastikmüll ins Abwassersystem und dann in die Flüsse und schließlich ins Meer gelangt. Unterstützung erhält Indonesien dabei auch von der KfW im Namen der deutschen Bundesregierung. So stellt die KfW eine Finanzierung in Höhe von 75 Millionen Euro zur Verfügung. Wir müssen einfach, glaube ich, im Bewusstsein nicht nur hier in Indonesien, sondern auch in Deutschland und Europa verankern, dass der Schutz der Ozeane eine ganz dringende Lebensaufgabe geworden ist. Daher hat die KfW mit der Europäischen Investitionsbank und der französischen AfD die Clean Oceans-Initiative ins Leben gerufen. 2 Milliarden Euro sollen für Maßnahmen zur Meeresmüllvermeidung zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieser Bemühungen finanziert die KfW 4 Deponien mit Sortier- und Sammelanlagen. Weitere Standorte mit fortschrittlicheren Technologien sind in Planung. Beispiel Jambi. Durch die auf der Insel Sumatra gelegene Stadt fließt der 600 Kilometer lange Fluss Batang Hari. In ihm und um ihn herum, an Straßen und in der Landschaft, ist Müll zu einem festen Bestandteil geworden. Wenn man sich überlegt, jedes Kilo Abfall, was nicht ordentlich entsorgt wird, landet in einem Inselstaat wie Indonesien im Meer. Seit 2015 ist die KfW in Jambi aktiv. Sie unterstützt die Stadt zum Beispiel bei der Organisation einer funktionierenden Sammlung von Abfällen. Dies ist neben einer geregelten Entsorgung die Voraussetzung dafür, dass Abfall nicht auf Straßen und in Flüssen landet. Ein weiterer Schritt ist die Sanierung der alten Anlage, die dann schließlich abgedeckt und begrünt werden soll. Bevor die Anlage geschlossen wird, arbeiten wir daran, einen Abfluss für das Sickerwasser zu installieren. Dann wird ein Methangassystem errichtet, damit die lokale Bevölkerung davon profitiert. Das ist für 2019 geplant und, so Gott will, wird es auch umgesetzt werden. Danach werden wir die Müllkippe in eine offene Grünfläche umwandeln. Der Schwerpunkt des Vorhabens ist aber die neue Mülldeponie, die direkt neben der alten entstehen wird. In der neuen Anlage können 613.000 Kubikmeter Müll ordentlich deponiert werden. Gleichzeitig soll der Abfall hier auch sortiert und recycelt werden. Geplant ist, den Müllsammlern eine Arbeitsstelle in der zukünftigen Sortierstation anzubieten. Auch wenn diese Anlage nur ein kleiner Beitrag zur Lösung eines weltweiten Problems ist, es ist ein weiterer Schritt, um die Verschmutzung unserer Ozeane mit Plastikmüll zu stoppen.